Also schmiedest du Pläne, die fehlschlagen? Nein. Außerdem zupft er die Laute. Nicht relevant. Ab heute im Kino. Viel Spaß. Das Wetter ist doch eh Stuhl. Hm? Das war's mit der Szene München für heute. Servus. So ist ein Eischinger. Ich war ja nicht dankbar. Ja, ja. Also dann werden wir sind also heute bei Walter Aumüller. Müller in Hadern, bin so frei. Weil ich mich mit dem Herrn so ein bisschen über das letzte Jahr unterhalten wollte. Wir waren schon mal hier. Damals haben wir über Ihr Leben als Lehrer gesprochen. Ja. Dann Ihren Ruhestand. Was haben wir noch alles geredet? Ich weiß noch so gut wie Sie. Über Gott und die Welt. Über alles, ja, war hochinteressant. Ja. Dann habe ich ihm die Frage gestellt, was Resilienz ist. Und dann hat er gesagt, ja, das ist Lateinisch. Ja. Wissen Sie, die Situation, in der wir heute sind, die erinnert mich so ein bisschen an die Nachkriegszeit und Karl Valentin. Wissen Sie warum? Weil der Karl Valentin nach dem Krieg beim Bayerischen Rundfunk versucht hat, unterzukommen, aber die haben ihn nicht gefragt. Haben überall hinausgeworfen, ja, damals. Weil er so ein bisschen weinerlich und verzweifelt gewesen ist. Und ich weiß gar nicht, wie man es richtig beschreiben soll. Ja? Nein, die Leute wollten damals einen anderen Humor. Die wollten das Weinerliche vergessen. Also praktisch das Leiden vergessen. Ja, die wollten lieber ein Weißviertel her. Ja, ja. Obwohl der Wagen von der Linie 8. Ja, klar, das ist eine ganz andere Genre. Also, wenn man vielleicht nur kurz ein bisschen was über den Herrn Aumüller erzählen, wenn es die, man kann nicht davon ausgehen, dass die Leute die Sendung gesehen haben. Also, Sie waren Schullehrer gewesen? Ja. Bis wann? Ich war Schullehrer und dann zuletzt war ich noch Professor an der Uni in Prag. Na echt? Ja. An der ältesten deutschen Universität? Zweitälteste, Herr Grebel. Die Prager Universität ist die älteste. Wer ist noch älter? Zwabon. Ja, deutschsprachig hätte ich sagen. Deutschsprachig. Okay, ja, ja, ist die älteste, ja. Ja, ist erstaunlich. Gell, wenn also da habe ich Methodik und Didaktik der deutschen Sprache. Haben Sie da unterrichtet? Okay, gut. Und dann sind Sie in den Ruhestand gegangen, ja, und haben sich praktisch hier in Hadern im Haus Ihrer Eltern eingerichtet. Hat das eher, ist Ihnen nicht irgendwie abgegangen, also den Kontakt mit jungen Leuten, mit Studenten oder mit Schülern? Natürlich. Das wird jedem passieren, der in Rente geht. Ich habe mich früher immer gefreut auf die Nacht, wenn ich um 9, 10 Uhr heimgekommen bin, wenn ich allein war. Gott sei Dank einmal allein sein. Und jetzt weiß ich aber, was es ist, einsam sein. Und zwischen allein sein und einsam sein Welten sind. Ja, genau so ist es auch formuliert. Schau, mein Sohn ist gestorben. 3 Tage nach dem 50. Geburtstag. Nein. Vater, harter Schlag. Ja. Sie hat zuvor eine Frau gestorben. Sie hat danach der Bruder gestorben. Ja. Und irgendwo bleibst du übrig. Ja. Und da muss man jetzt rechtzeitig irgendwelche Inhalte finden, damit das Übrigbleiben mit Leben erfüllt ist, gell? Und das, ja, ist schwierig. Sie müssen jeden Tag im Kalender mindestens einen festen Termin haben. Also wo man hin muss. Damit es nicht in Tag mehr, ja, 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 verstehe schon. Denn die Gefahr, dass du in der Früh dich nicht mehr anziehst, dass die Morgenmantel rumläuft und dann wieder ins Bett gehst am Abend, die ist groß und da gehört eine harte, knallharte Selbstdisziplin dazu. Ja. Und dann gerade in der Zeit, wo man sagt, jetzt hat man eigentlich das Leben hinter sich, gell? Jetzt kann man sich mal ein bisschen Faulheit leisten und dann
muss man aber da besonders hart zu sich selbst sein. Sie haben mir mal erzählt gehabt, Sie waren Dortmund, als noch Lehrer gewesen sind, an der Schule, also der Schulfotograf auch, der Lehrer, der so... Ja, habe ich nebenbei gemacht, da war angeboten von der Stadt München zur Weiterbildung, Ausbildung als Schulfotograf, da in der Herrenstraße war das. Und da habe ich dann 3 Kurse gemacht und habe dann die Legitimation gehabt, Schüler in Fotografie auszubilden. Was für ein Klasse war das? Das waren so meistens 9., 10. Also das, was man heute als Hauptschule oder Mittelschule bezeichnet. Wissen Sie, ich habe das vorher Sie gefragt, weil Sie gesagt haben, man braucht einfach im Alter noch Inhalte bzw. jeden Tag einen festen Termin im Kalender. Ja. Und wenn man sowas kann, wie Sie nämlich fotografieren und dann noch dazu auf diesen Erinnerungsschatz zurückgreifen kann. Sie haben in München in einer Zeit erlebt, in dem München noch völlig anders ausgeschaut hat. Verstehen Sie das? Dann kann man sich gut vorstellen, dass man so jemand wie Sie, weiß nicht, mobil sind Sie auch noch, ne? Dass Sie einfach in die Stadt fahren und halt das fotografieren, wo halt München noch oder für Sie als Stadt Ihrer Jugend erkennbar ist. Ja. Was da die zum Beispiel machen. Ja. Weil man ist heutzutage in der Lage, sowas dann auch noch zu veröffentlichen, dass man nicht einen Verlag braucht und dann irgendwelche Hochglanzbücher oder sowas, sondern man kann es ja wunderbar im Internet machen. Ja, ja. Haben Sie das schon mal überlegt? Ich erinnere mich noch, dass ich mit der Mutter durch die Neuhauser Kaufingerstraße gegangen bin. Da war so ein breiter, ausgetretener Fußweg, als andere war Schutt. Echt? Ja. Ah, stimmt. Das war dann gleich nach dem Krieg, alles, oder? Ja. Alles zerbombt. Ja, alles zerbombt. Da die Michaelskirche und das alles. Mir hat einer erzählt, da hat man vom Sendlinger Torplatz bis zum Rathaus durchschauen können. Ja. War alles zusammengefallen. Ja, alles. Und dann hinterher, als die Trambahn durch den Neuhauser Kaufingerstraße gefahren ist. Zum Marienplatz vor? Zum Marienplatz vor, ja. Und dann, ja, so ändert sich München. Die schönen Kaufhäuser, die wir hatten. Und haben Sie denn noch, haben Sie noch Fotos aus dieser Zeit, so von Ihren Eltern her oder von Verwandtschaft oder so? Ja, habe ich schon ein bisschen was, ja. Verstehen Sie, einfach mal so Fotos dann gegenüberstellen. Ja. Einfach mal anschauen, ich habe das und das Foto, das ist die und die Perspektive und das fotografiere ich jetzt einfach noch. Weil das Schlimme ist, wenn Sie mal nicht mehr sind, dann gehen die ganzen Erinnerungen, die Sie in dem Schädel drin haben, verloren. Natürlich. Und das ist einer der größten Verluste, die die Menschheit jedes Jahr zu verkraften hat. Wissen Sie, weil so Leute wie Sie, das Problem ist, dass die überhaupt keinen Bezug zu dem haben, was sie wissen. Und die können es nicht einschätzen. Die können die Wichtigkeit und die Einmaligkeit von dem, was in dem Hirn passiert, nicht. Ich weiß auch nicht, warum wir Menschen da immer so bescheiden sind in der Hinsicht. Ich war eigentlich der Beauftragte von der Regierung von Oberbayern für Kultur und Heimatpflege. Mhm. Und das hat mich halt besonders interessiert. Die bayerische Kultur, die Heimat, die Pflege der Heimat. Ja, ja, ja. Ja. Das ist lustig, weil was, das, ja. Was ist Heimat? Ja, Heimat ist eigentlich ein Begriff, wo man immer ein bisschen Distanz dazu wahrt, weil es so geschwollen ist. Verstehen Sie das? Und Heimat ist halt heutzutage immer so ein bisschen negativ besetzt. Leider. Aber, ja, leider, ganz genau. Was wir machen beim TV München und Fernsehen, ist auch nichts anderes als Heimatpflege. Wir, ja. Wir präsentieren unseren Zuschauern Menschen wie Sie, die sozusagen diese Heimat. Also wir so einen großen Ball dahin mit einem Stecker mittragen, der dann alles überspannt. Verstehen Sie? Ja. Man braucht Personen, die diese Heimat tragen. Natürlich gehören auch Bauwerke, Kirchen und Kulturdenkmäler dazu. Aber letztlich haben auch diese Bauten und diese Sehenswürdigkeiten, Denkmäler, Menschen errichtet, ersonnen und dann baut. Der Mensch an sich und das Präsentieren von Menschen und ihren Grundsätzen, na, nach denen sie leben oder gelebt haben, das ist praktisch das, was Heimat oder Gefühl für Heimat erzeugt. Ja. Weil darin findet man sich wieder.
Sie müssen mit diesem Pfund wuchern, solange Sie es noch kennen. Sie sind neben dem Rollator unterwegs, Sie kreien jeden Tag rauf und runter, zwei Stufen, zwei Stufen. Und ich war auch mit dem 54er Bus, wenn es immer geht, nahe am Marienplatz. Ja, das ist wichtig. Und die Altstadt, und sei es, dass der Mann mal passt, der reinkommen, wenn du siehst, wie sie jetzt einen Kaufbullinger abgerissen haben. Ja, da hat man halt seine Schreibbahn-Sachen gekauft, seine Hefte, seine Farben. Alles gibt's nicht mehr. Ganzen Münchner Büros, alle haben beim Kabuko. Ja. Also Kabuko war also ein stehender Begriff. Zwei hat es gegeben, einen Findenzeller. Und ein Kabuko. Ja, ja. Fort. Alles. Letztes Mal habe ich zugeschaut, wie sie einen Kohnenschüttel weggemacht haben. Beim Kohnen, echt? Ja. Weil, kommt der jetzt auch weg, oder? Nein, ja. Ja, Bräuninger kommt, steht dort jetzt. Ja, das geht ja noch, aber. Eine schwäbische Firma. Ja, aber mein. Wo, du bist entweder zum Hirmer. Wenn du Geld gehabt hast, also zum Kronen gegangen für Hosen. Wissen Sie, wo ich immer hingegangen bin? In Oberpollingen. Im Keller unten hat es so eine Rammschwanabteilung gegeben. Du hast dann einfach günstigste Preise bezahlt für alles, was die anderen halt nicht mehr mengen haben. Und wenn du halt mal Glück gehabt hast, hast du unten ein echtes Schnäppchen. Und heute ist das völlig anders. Heute ist der Oberpollinger so high sophisticated, total teuer, wo du also vor jeder Abteilung irgendeine Wachtel stehst, der dich so anschaut, können wir den reinlassen? Nicht vom Haus, sondern im Haus die Einzelnen, versteht? Ja. Das ist. Es gibt ja den Oberpollinger nicht, sondern das ist alles, sind einzelne Firmen. Im Parterre schon, wo stinkt, das gern wieder geht, da Parfüm am anderen. Also, aber das ist halt das, genau das, was Sie eigentlich jetzt in Ihrem Beritt aufmachen müssten. Verstehen Sie, die Suche nach Vergleichen, nach jetzt und vor. Ich habe da ein wunderbares Buch mal, aber das waren ja bloß 120 Seiten, gell? Ja. Und ich weiß nicht, wie viele 1000 Seiten Sie in Ihrem Schädel drin hätten. Ne? Nein. Aber Sie bräuchten natürlich, Sie müssen einfach mal Ihre ganzen Fotos durchschauen und dann so auf die Suche gehen, was von dem, was da drauf ist, noch übrig ist. Gell? Ja, wir haben dortmals, als wir uns das letzte Mal getroffen haben, so dieses Thema Krieg angeschnitten. Und ich habe halt gemerkt, wenn ich mit Ihnen da jetzt drüber weiterrede und in die Tiefe gehe, das wäre also eine Sendung, die da tagelang dauern. Verstehen Sie das? Ja, wir haben das damals sehr, sehr ernst gemeint. Und dieses Thema kannst du auch nur mit einer gewissen Ernsthaftigkeit angehen. Ja. Sollten wir es deshalb überhaupt angehen, verstehen Sie? Weil wir können ja eh nichts dagegen machen. Oder doch. Was? Doch, gut. Doch, ich glaube, ja. Ja. Ich glaube, wir sollten das, dass wir uns Gedanken machen, dass wir auch schätzen, wir Älteren sind nicht so, weil sie wesentlich jünger sind, aber ich, was es bedeutet, eine so lange Friedenszeit, wie es im deutschen Land noch nicht gab, erleben zu dürfen. Okay. Ich finde das als ein großes Geschenk. Ja, und wie müsste dann die Dankbarkeit da ausschauen? Weil nur Dankbarkeit fühlen ist das eine, aber vielleicht das auch dann dahingehend umsetzen, dass diese Friedenszeit noch länger halten bleibt. Was ist da Ihr Vorschlag? Wir können wenig tun. Die Politik könnte etwas tun, aber. Was ist Politik? Krieg ohne Waffen? Ja? Ja, Politik ist die Findung von Kompromissen. Auch? Das ist eine der Hauptaufgaben von Politikern. Und zwar von solchen Kompromissen, das hat der Strauß gesagt, dass jeder den Eindruck hat, dass er das größte Stückchen vom Kuchen kriegt.
Ja, das ist... Machen wir nicht möglich, oder? Es wird auch der Krieg in der Ukraine nur dann beendet werden können, wenn jeder als Sieger herausgeht. Glaubt, Sieger zu sein. Das stimmt, ja. Keiner will der Loser sein. Ja. Bloß ob das nicht möglich ist, wissen Sie. Ich weiß jetzt nicht, was in den Wladimir Putin, diesem obersten Kriegstreiber, vor sich geht. Dann weiß ich natürlich auch nicht, inwiefern der mit seinen Ideen in seinem russischen Volk da einen Widerhall findet oder Unterstützung findet. Ich glaube, der hat da viel mehr, als wir uns eigentlich erhoffen oder vorstellen können. Ne? Und dann so einen Menschen vor dem Hintergrund, was der bis jetzt da angezettelt und verbrochen hat, noch das Gefühl geben zu wollen, dass er irgendwie doch so ein kleiner Sieger ist, ist schwierig aus meiner Sicht. Ich stehe keinesfalls hinter Putin. Aber der Westen, vor allem Amerika, sprich Obama, die den Mann überhaupt nie ernst genommen haben, sind mitschuld an dem, was Putin heute ist. Ja. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum, solange die Merkel Kanzlerin war, eigentlich nichts passiert ist. Ja. Weil die Merkel hat ihn ernst genommen. Sie hat ihn, ja. Und er hat sie ernst genommen. Ja. Und das ist eben das Interessante, was mir auffällt, obwohl ich gar nicht so weit in die Politik immer vorstoße. In dem Augenblick, wo die Merkel abdankt als Kanzlerin, bricht der Krieg aus. Ja. Okay? Schon komisch, ja. Oder? Ja. 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 Ja, aber das wird jetzt schwierig. Wissen Sie, es gibt halt zahlreiche Politiker und vor allem Militärstrategen, die halt sagen, okay, das ist alles schön und gut, das sind alles eigentlich große, hehre Worte, aber letztlich das Einzige, was funktionieren wird, ist, dass man die Russen so weit bringt, dass sie einfach mit dem Krieg aufhören müssen, weil sie keine Waffen mehr haben, beziehungsweise weil einfach der Sprit ausgeht oder diese Betriebsstoffe für die Kriegsführung. Das würde bedeuten, dass der Westen immer noch mehr Waffen in die Ukraine schickt, sodass der anderen Seite die Waffen ausgehen. Putin wird aber nicht verlieren, weil Putin kann nicht verlieren. Ich widerspreche Ihnen da nicht, verstehen Sie? Ja. Weil was man halt wirklich nicht unterschätzen darf, ist einfach die Masse, die da drüben vorhanden ist. Ich meine, jetzt haben sie halt von diesen 9 Panzern, haben sie jetzt im Augenblick keine mehr, aber sie produzieren nicht kräftig nach. Und die Lücke werden halt mit alten Panzern aus der Nachkriegszeit überbrückt. Wissen Sie, Menschenmaterial ist auch vorhanden. Gott, wir geben Panzer an die Ukraine. Fragen wir uns aber, was wir selber, was die Bundeswehr noch hat. Immer weniger. Ich meine, ich sage das jetzt ungern, weil es einfach inhaltlich nicht ganz richtig ist. Aber Sie müssen es halt so sehen, dass der Westen hier einfach einen Krieger in Anführungszeichen hat, und das ist die Ukraine, der für ihn Krieg führt. Verstehen Sie? Die Ukrainer führen ja einen Krieg eigentlich für uns im Westen. Ich meine, da gibt es nicht umsonst irgendwelche Politiker in Moskau, die sagen, man sollte vielleicht mal wieder ins Auge fassen, dass man die ganzen neuen Bundesländer wieder besetzt, damit es wieder sowjetische Besatzungszone war. Dort war das klarer geregelt in Deutschland, ja, wo der Hammer hängt. Das sind ja wirklich keine Aussagen, die aus irgendeinem Fantasieroman stammen, sondern sie sind tatsächlich gefallen. Und wenn ich mir dann so anschaue, dass die Ukrainer sich hier, was weiß ich, für uns... Es ist eine gewisse Naivität, aber es ist so. Für uns in diesen Krieg hineinstürzen und da wirklich eine gute Figur machen, es ist nicht so, dass das ein isoliertes Geschehen ist. Darum liefern wir ja denen auf Pump diese ganzen Waffen, weil wir genau wissen, wenn wir es nicht tun würden, dann hätten wir letztlich das Problem, dass es Reibereien zwischen Russland, also der alten Sowjetunion. Und der NATO gäbe und dann ist wirklich der Weltkrieg da. Verstehen Sie? Ja.
Das ist sozusagen unsere Entsatzarmee, die Ukraine. Dann wird auch nicht immer wieder von denen Leuten gesagt da drüben, ich weiß nicht, wie deppert die sind, dass sie es überhaupt sagen, ja, die baltischen Staaten waren irgendwann mal Teil der Sowjetunion, also, da müssen wir uns überlegen, ob man nicht Kaliningrad, diese Enklave mal wieder mit Russland verbindet und einfach mal ein bisschen was von Litauen oder von Estland oder von Lettland wegzwickt. Das sind lauter so Sachen, verstehen Sie das? Das kann man nicht einfach als Politiker sagen und sagen, okay, das war jetzt einfach mal dahin gesagt und was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Weiß man, ob nicht Putins Endziel ist, die ehemalige Sowjetunion wiederherzustellen? Haben Sie mal so ein Zynischen gelesen? Ja. Dieses strategische Pamphlet, was er dabei verfasst hat. Also der soll Zynischen, kann es gar nicht richtig sagen, weil er mich schon wieder aufregt. Literatur, Nobelpreisträger, hat so einen kleinen Roman mal verfasst, der ist gar nicht so groß und da hat er halt reingeschrieben, was so das strategische Endziel von Russland von Russland sein müsste. Und da steht ja ganz explizit drin, zum Beispiel, dass die Ukraine als ehemaliges russisches Kerngebiet, so um Kiew rum, die berühmte alte Russ, eigentlich ein Teil von Russland ist. Ja. Und da denkt man, das hat der Putin gut durchgelesen und hat sich gedacht, der hat einen Literaturnobelpreis, das setze ich um. Ja, ja. Aber wir willst damit Friedensgedanken dagegen halten, verstehst? Kannst nicht, oder? Kann man nicht. Ja? Kann man nicht. Und die Krim wird russisch bleiben. Na, ich hoffe auch, dass die nicht zurückerobern wollen, weil das gab echt da unten, es gab nur ein riesengroßes Grab. Ja. Die Sache ist halt, er hat, das muss man vielleicht den Leuten auch erklären, die letzten Kriegsjahre intensivst hier in München im Bombardements miterlebt. Sie sind einmal mit ihrer Mutter verschüttet worden, waren da fast ins Leben gekommen. Ja. Und da hat man natürlich an sowas oder... Eine ganz andere Einstellung zu Krieg als jemand... Der das nur aus der Ferne kennt. Ja. Der das Wort schreiben kann, aber damit nichts verbindet. Diejenigen, die Menschen, die jetzt in der Ukraine leben, die auch kein Dach mehr über dem Kopf haben, die wissen, was Krieg ist. Wie schätzen Sie das doch etwas zögerliche Handeln und Agieren unseres deutschen Bundeskanzler sein, Olaf Scholz, wie sind Sie in dem seine Figur? Weil es gibt ja viele Leute, die kritisieren den ja massiv, weil er halt so vorsichtig und so doch in großen Zeitabständen agiert. Es kommt darauf an, ob man jetzt Scholz sieht als Menschen oder als Politiker, Kanzler in einer derartigen Koalition. Ich meine, er bestimmt die Richtlinien der Politik, steht im Grundgesetz, aber was kann er wirklich allein machen, wenn die beiden anderen permanent dagegen sind? Ja, das stimmt ja gar nicht. Also die Grünen sind ja, also wenn ich meinen Hofreiter so anschaue, von Fachkenntnis gesegnet, dann die Zimmermann von der FDP ist auch eine, die genau weiß, von was sie spricht und was eigentlich in so einem Fall aus dieser direkten Sicht notwendig wäre. Andererseits hat er natürlich dann im Hintergrund seine Sozialdemokratie, das ist eine Partei, die nach wie vor, so zumindest was jetzt die großen Köpfe dieser Partei anbetrifft, also ich meine, ich konnte die Eskens nicht so richtig einschätzen, aber er selber, der Scholz, war Kriegsdienstverweigerer und sie nähert sich halt nach wie vor die SPD aus diesen alten Ostermarsch-Friedensdemonstrationsgeschwadern. Ja. Das darf man nicht außer Acht lassen. Und da einen Kompromiss finden, da reißt sie vielleicht in der Luft auseinander. Das sage ich da. Also ich möchte viele Ämter haben, aber nicht das von Scholz. Ja, das sehe ich ganz genauso. Denn du kannst machen, was du willst, dann schreit schon das Heer gegen dich. Ja, klar. Von den Wählern teilweise, ja. Ja, auch von den eigenen Wählern. Naja. Was raten Sie? Oder was wäre Ihr Wunsch? Sagen wir mal, was Ihr Wunsch wäre.
dass der Krieg irgendwie zu Ende geht, dass man den Russen wahrscheinlich das belassen muss, was sie erobert haben. Denn ohne das, schätze ich, kann es keinen Frieden geben. Und inwieweit dazu der Westen bereit ist, das auch anzuerkennen, das geben wir den Russen, weil wir sie nicht geben müssen. Wir es geben müssen. Ja, das hat der Kissinger schon vor Monaten gesagt. Ja. Und Henry Kissinger ist einfach nach wie vor ein Mensch, der aus seiner politischen Erfahrung heraus für mich persönlich ein großes Gewicht hat, wenn der sowas sagt. Damen und Herren, ich möchte jetzt einen kleinen Ortswechsel machen und Ihnen noch einen Menschen vorstellen, Robin Herzschek aus Neubiberg, der als sehr junger Mensch, als junger Unternehmer auch eine ganz persönliche Methode gefunden hat, sich mit dem Thema Krieg auseinanderzusetzen. Hochinteressant, was der macht. Machen wir eine kleine Pause und dann sehen wir uns in Ottobrunn wieder. Billerküchen, Ihr neuer Küchenprofi für München. Professionelle Küchenplanung bei Ihnen zu Hause. Wir planen, montieren und übernehmen auch gerne Ihre Altküchenentsorgung. Jetzt gratis Planungstermin auf billerküchen.de. Ihr Weg in die erneuerbaren Energien und die unabhängige Stromversorgung. Isar Photovoltaik. Das Familienunternehmen Isar Photovoltaik bietet alles aus einer Hand. Vorabberatung, individuelle Angebote, professionelle Montage, eine persönliche Finanzierungslösung und schlüsselfertige Übergabe Ihrer Solaranlage. Nutzen Sie die Kraft der Sonne und steigen Sie jetzt um auf erneuerbare Energien. Machen Sie sich unabhängig von steigenden Stromkosten. Alle Infos für Ihre privaten und gewerblichen Solarprojekte auf isarphotovoltaik.de. Der Frühling steht vor der Tür und damit auch blühendes Österreich. Österreichs schönste Messe für Garten, Urlaub und Ausflug. Entdecken Sie den Zauber neuer Schaugärten sowie hochwertige Ausstattung und Einrichtung für eine herrliche Gartenoase. 31. März bis 2. April, Messe Wels. Gartenmesse.at. TV Bayern Live zeigt Ihnen Bayern von seinen schönsten Seiten. Immer samstags 17.45 Uhr auf RTL Bayern und sonntags auf allen 14 bayerischen Regionalsendern. Und im Anschluss in den sozialen Netzwerken und auf TV Now. Robin Herzschek, Damen und Herren, ist ein Mensch, der als Unternehmer erfolgreich ist und der aber nebenher noch verschiedene Dinge am Laufen hat, die also eines krasser als das andere mir eigentlich zu gefährlich waren. Jetzt ist er vor kurzem aus der Ukraine zurückgekommen, aus Bachmut. Also, du musst widersprechen, wenn es nicht stimmt. Und was ich gehört habe, hast du da einen Anhänger, also einen PKW-Anhänger mit Stromerzeugungsaggregate hingefahren, abgeladen. Versucht abzuladen. Ist es nicht gegangen? Haben sie die vorher beschossen oder was? Na, also es ist halt schwierig, in diesen Gebieten mit einem Anhänger reinzufahren. Das ist halt schon relativ riskant, weil wirklich die Straßen sind entweder mit Panzerteilen, mit Munitionen bestückt, wo halt sozusagen dein Auto komplett kaputt gehen kann. Das heißt, also Minen nennt man das? Nicht unbedingt Minen. Das sind eher so Sprengkörperteile davon, die halt sehr spitz sind. Und ich habe vor ungefähr einem halben Jahr. Also so Granatsplitter. Richtig. Okay. Und ich habe in Kharkiv, das allererste Mal, wo ich in Kharkiv war, habe ich auch mein Auto in einem gefährlichen Gebiet rangiert und habe da dann auch einen Platten bekommen und musste mich das Militär sozusagen evakuieren nach Kharkiv direkt und konnte da erst dann in sicherer Umgebung sozusagen mein Autoreifen wechseln, weil es auch zu riskant war.
Das heißt also, du fährst in Gebiete hinein, wo Schusswechsel erfolgen, wenn du das Militär brauchst, um dich dann in eine sichere Zone zu bringen, wo du Reifen wechseln kannst. Ja, also warum machst du das? Das ist nämlich genau das, über was wir heute sprechen sollten. Warum setzt sich ein Mensch freiwillig solchen Gefahren aus? Ich bin so aufgewachsen. Also ich im Krieg? Das nicht. Aber ich bin sehr sozial aufgewachsen. Ich bin in Stuttgart eigentlich, ich bin eigentlich Schwabe und in einem kleinen Dorf aufgewachsen. Und ich bin sehr behütet aufgewachsen. Und da war halt immer ein Zusammenhalt da und ich habe viel Respekt durch meine Eltern bekommen, auch an andere Menschen. Und die ganzen Kriege, die auch über die Jahre halt waren, die sind zu weit weg. Ja, es war ja nie irgendwas relativ nah. Ich habe zum Beispiel den Mauerfall nicht mitbekommen. Ich bin 1987 geboren. Aber den Balkankrieg, wer da unten rumballert worden ist und die Tornados da bombardiert haben. Da war ich noch nicht so weit. Man entwickelt sich ja. Und ich habe vor 6 Jahren eine Auszeit mir genommen von meiner Selbstständigkeit und bin nach Afrika gegangen, um sozusagen Volontärzeit zu machen. Habe da Mathematik, Sport und Musik unterrichtet und habe dann angefangen, meine soziale Ader sozusagen auszuleben. Ich habe gelernt, Menschen zu lieben, mich für andere Menschen einzusetzen. Davor hat mich sozusagen das Umfeld so ein bisschen geformt, je nachdem, welche Freunde du hast. War dir viele Dinge egal. Eher das Materialistische war dir wichtig. Und heutzutage habe ich mich so entwickelt, dass es mir gut tut, Dinge zurückzugeben. Mir persönlich geht's gut, ich bin fit, beruflich geht's mir einwandfrei, privat geht's mir super. Also das ist hier ein Laden von seinen beiden Läden. Richtig. Unverpacktladen, genau. Drüben hat er eine Niederlassung von Edeka, riesengroß, nach eigenem Gusto und Geschmack abgeändert und umgebaut. Du hast vorher von deinen Eltern gesprochen. Eltern haben oft einen sehr entscheidenden Einfluss auf ihre Kinder, manchmal zumindest. Richtig. Was waren denn die vom Beruf? Oder wie muss man sich die Bildung von deinen Eltern vorstellen? Also eigentlich relativ, das klingt zwar jetzt ein bisschen komisch, hoffe meine Eltern schauen nicht zu. Aber die gibt's so, noch. Ja, ja, es ist sehr unspektakulär eigentlich. Meine Mom war, wie nennt man das, also Bürokraft sozusagen, hat vorgearbeitet für den Steuerberater, also Steuerfachgehilfin. Ja. Mein Vater war Elektriker. Also die relativ. Haben also Handwerk. Ja. Und haben die irgendwie einen anthroposophischen Hintergrund? Weil das ist das, was mir das erst zeigt. Nein, also meine Mom war schon immer so ein bisschen, nicht unbedingt nachhaltig, aber sehr zum Beispiel, wir hatten einen eigenen Garten. Mein Vater war sehr sportlich. Mein Vater war übrigens dann auch Volleyballtrainer. Und hat dann sozusagen meine Mom kennengelernt. Und er sagt immer, das ist immer das Schöne, Robin, ich habe deine Mom kennengelernt, weil die schlechteste war bei uns, die musste ich wegheiraten. Also Mitleid. Das Mitleid, genau. Das ist so die Geschichte von meinen Eltern, sagt immer mein Dad immer. Ja. Gut, nächste Frage, Großeltern. Gab es da irgendwo einen, was weiß ich? Also, das muss ich ganz ehrlich sagen, mein Opa ist ein Kriegskind. Also der ist vor 10 Jahren fast gestorben, also 9 Jahre. Und wir haben in einer Straße gewohnt. Man hat es auch immer genannt, die Herzschek-Straße. Mein Opa hat gewohnt, meine Tante hat dort gewohnt. Also es war die eigene Straße von uns selber. Und man ist dann halt immer rüber zum Opa gegangen. Okay. Und da kamen halt immer die Kriegsgeschichten. Also das muss ich schon ganz ehrlich sagen. Also immer wieder die gleichen Stories. Und ich habe das auch teilweise nie verstanden, warum mein Opa immer darüber redet. Er hat auch darüber geredet, wie sein Vater vor seinen Augen erschossen worden ist. Weil sie es nie richtig verarbeiten haben, richtig. Die Leute. Da gab es ja keine Kriseninterventionsteams, wahrscheinlich auch keine seelische, also keine Seelsorge. Nichts, es gab nichts. Genau. Und das hängt dann ein Leben lang in dir rum. Und das erzählst du halt deinem Kindern. Nachwuchs sozusagen. Ja. Und ich habe es halt nie verstanden. Mich hat es auch, muss ich ganz ehrlich sagen, mich hat es auch immer gestört, dann zu meinem Opa zu gehen, weil ich immer die gleichen Geschichten gehört habe. Naja. Es hat mich halt, die erste Zeit war es halt interessant und irgendwann mal halt immer das Gleiche. Und ich habe halt nicht verstanden, warum er über diese Dinge die ganze Zeit reden möchte. Ja. Wie alt warst du denn da? Ah, da war ich, habe 5 angefangen. Mit 5? Ja, mit 5. Und wir haben halt immer gegenüber gewohnt und er hat halt immer mich beobachtet. Ich habe dann mit 16 habe ich dann angefangen mit BMX fahren, dann ging es weiter mit Auto tunen und allem drum und dran und er hat mich halt immer unterstützt. Und ich bin dann immer rübergegangen und er hat mir dann immer Geschichten erzählt und die schlimmsten waren halt einfach wirklich, dass er halt vor den Nazis halt geflohen ist. Er wollte nicht kämpfen, er hatte keine Lust mehr gehabt und er hat halt gesehen, wie sein Vater erschossen worden ist und es hängt ihm halt einfach nach. Er ist halt ein Kriegskind und ich habe das nie verstanden. Und ich wurde halt, wie gesagt, so aufgewachsen halt auf dem Land, wo man Stopp, stopp. Du hast das nie verstanden, diese
diese seelische Kostüm von deinem Großvater. Also dann willst du praktisch durch das, was du jetzt tust, das wäre nämlich der logische Schluss, das erleben bzw. das aufarbeiten, verstehen, was der Großvater mitgegeben hat, oder? So richtig. Und ich sage jedem Einzelnen, also hier ist auch die Bundeswehr-Universität und ich habe auch einige Freunde in der Bundeswehr, ich sage jedem, wenn es zum Krieg kommt, geh nicht. Geh nicht in den Krieg. Du kommst seelisch nicht mehr raus. Ich bin nicht an der Waffe, ich bin eher eigentlich genau das Gegenteil. Ich bin derjenige, der zwar reinfährt und die Leute rausholt und Tiere versorgt und allem möglichen drum und dran, aber ich bin nicht an der Waffe. Das würde ich nicht packen. Charles? Das ist eine kleine Ukrainerin, nicht auch. Yeah. Ich spreche es leider nicht ukrainisch, aber das merkst du ja, dass du gefällst, gell? Das ist richtig. Also das ist praktisch der Hund zum Auto und das ist das Auto, von dem wir die ganze Zeit geredet haben. Ja. Ein Land Rover, wie alt Baujahr? Der ist 2012, also einer der letzteren. Neueren. Ja, neueren, aber die letzteren, die gebaut worden sind, ja, richtig. Erstzulassung ist 2012. Jetzt, ich bin der dritte Besitzer. Und hat schon 100.000 Kilometer drauf, oder? Also den ich gefahren habe, ja, in eineinhalb Jahren, richtig. Also den habe ich gekriegt mit 140.000, jetzt hat er 240.000. Wahnsinn. Also ich habe in der Ukraine 70.000 hingelegt. Ja? Also pro Fahrt kann man ungefähr rechnen, ja, so 7.000 bis 8.000 Kilometer. Seilwinde? Richtig. Hast du auch schon gebraucht? Ja. Muss mich rausziehen, ja. Also ein Trick, gell? Deswegen ist hier rausgebrochen. Ja, war nicht so schön. Richtig. Was ist das? Der Einschalt auch schon? Richtig, genau, manuell. Wenn du hier vorne bist, ziehst du dich raus, ziehst du rein. Und die Ukrainer haben das jetzt ein bisschen getunt, noch mit Beleuchtung und allem. Ach, das machen die dann schon? Ja, die haben dann gesagt, komm, jetzt machen wir das. Das ist eine ganz blöde Frage. Ich meine, das Anfälligste bei so einem Auto, wirst du vorher erzählt hast, wenn er so Schrapnellen, die Reifen, ja, oder? Die Reifen. Also du brauchst eigentlich wirklich so Traktorreifen, um halt wirklich diese Splitter aufzufangen. Ja, gibt es da nicht irgend so was Unkaputtbares, wenn man es bei den Radl schon hat? Bestimmt, aber nicht für das Fahrzeug. Nicht für das Fahrzeug. Ja. Also du brauchst es einfach. Also es müsste eigentlich irgendwann mal was entwickelt werden, dass für halt gerade so ein Gelände du im Kriegsfall halt gewappnet bist. Weil das Anfälligste, jeder zweite vom Militär hat eigentlich Ersatzreifen dabei. Ja, ja. Das ist ja dringend gebraucht dort unten gewesen, dass du halt Reifen hast, weil du immer stehen bleibst. Das ist das Anfälligste gewesen, was es gibt. Ja, in Deutschland verboten. In Deutschland verboten. Genau. Ja. Das hier ist deine Lebensversicherung. Das hilft tatsächlich. Das ist deine Lebensversicherung. Du schießt weniger auf die. Nicht nur schießen, sondern du wirst halt auch vom Militär, vom Ukrainischen halt nicht, möchte nicht gefeiert sagen, aber die machen dann so. Slava Ukraina oder fahr durch, okay, geht weiter. Okay. Also man merkt schon, dass wenn du Deutscher bist, auch den deutschen Pass vorzeigst, du wirklich keine Probleme hast im Land. Also ja, die sind super freundlich, super hilfsbereit. Und sauber ist er nicht. Ja, und da hinten Anhängerkupplung, ne? Genau. Also was darfst du mit dem eigentlich ziehen? Also wie viel ziehst du immer so? Ungebremst. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte bei dem letzten Trip hatte ich in Polen Überladung. Und haben Sie die gewonnen, oder was? Ja, ich musste auch nachzahlen. Ich verstehe es einerseits, andererseits verstehe ich nicht. Das sind humanitäre Sachen, darauf muss ich noch Geld zahlen. Das ist halt einfach für mich. Aber viele nutzen es aus. Wollte ich sagen, was meinst du, für den Unterfahren und das zeigt verstehe dann Verkaufen? Ich verstehe es, um Gottes Willen. Aber es ist halt trotzdem bitter anzuschauen, weil du halt einfach nur helfen willst. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Fahrzeug, jeder Land Rover-Besitzer wird mich dafür hassen eigentlich, dass ich das Fahrzeug so hergenommen habe. Aber das wieso? Dazu ist der da. Das ist ein Arbeitstier. Das Ding hat mir mehrmals schon das Leben gerettet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Deswegen, es war jetzt auch ein halbes Jahr außer Gefecht gesetzt. Einmal Motor, das hatten wir einfach nicht in den Griff gekriegt. Und jetzt, die Ukrainer haben es jetzt in den Griff gekriegt. Und wenn ich in dieses Fahrzeug einsteige, fühle ich mich sehr sicher. Ich fühle mich wirklich wie ein Panzer. Außer wenn der Panzer neben dir steht, dann bist du eine kleine Nussschale. Aber gepanzert ist ja nicht extra, gell? Das sind normale Karossen. Richtig, das ist eine normale Karosse. Du kannst auch nichts machen. Du müsstest den komplett umbauen. Das Finanzielle habe ich natürlich nicht. Das geht natürlich einerseits überhaupt gar nicht. Aber was willst du machen? Ich meine, gegen eine Bombe oder Rakete oder auch eine Mine kann dir auch ein gepanzertes Fahrzeug nicht mehr so unbedingt helfen. Das, was verwendet wird,
das, was verwendet wird. Da werden ja Sachen verwendet, die ja eigentlich gar nicht zulässig sind. Ja, ist schon klar. Und das, vor allem das Problem ist ja, Damen und Herren, gegen Infanteriegeschosse, also praktisch normale Infanteriemunition, wenn die Hartmantelgeschosse haben, dann hilft da auch ein Panzerscheiben nichts mehr. Wie viele Aggregate hast du denn untergebracht? Weißt du, ich halte mich immer gegen. Sind ganz große Aggregate, weil ich helfe ja nicht nur den Menschen dort, sondern auch teilweise Militär. Wir mussten ja zum Beispiel an die Front, kannst du nur Dieselaggregate schicken. Okay, weil die erstens Diesel, zweitens weniger anfällig, also das heißt auch brennbar. Das heißt, es ist weniger brennbar und deswegen Dieselaggregate sind halt einfach teuer. Und du brauchst halt Hochleistungs-Dieselaggregate. Aber du weißt, dass im Winter bei den Temperaturen Diesel ziemlich scheiße ist, oder? Ja, da kannst du ja Paraffin. Aber Paraffin kannst du mit reinkippen. Ja, das hat ich. Ja, Paraffin, das habe ich auch immer im Auto ganz viel. Das haben meine der Fabi, ein guter Freund von mir, der mir immer hilft bei dem Land Rover. Der hat es mit reingepackt. Der sorgt dafür, dass ich da heile wieder rauskomme. Und er ist auch einer derjenigen, die dafür gesorgt hat, dass ich das letzte Mal mein Auto halt rausgekriegt habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Fabi ist für mich so eine goldene Karte hier in München. Und wo ist der? Hier in München? Ja, der wohnt in Unterbrunn. Okay. Und er hat auch einen eigenen Land Rover. Mhm. Und er hat dafür gesorgt, wo ich stecken geblieben bin. Ich wusste niemanden, wie ich anrufen sollte. Und dann hat der Fabi mir gesagt, hey, Fabi, ich organisiere dir. Robin, ich organisiere dir alles. Ferndiagnose. Er sagt, du kannst nichts mehr machen, du musst evakuiert werden. Und dann war das Geile aber, ich musste das Auto ja dann zurücklassen. Was heißt denn, ist das da vorne? Das ist, ich bin jetzt nicht 100%ig mir sicher, aber es soll sozusagen heißen, dass humanitäres Fahrzeug ist. Okay. Also die Ukrainer und die Polnisch können, die werden wahrscheinlich also das Beste. Das kann ich mir vorstellen, dass das sowas wie Automobil ist. Ja, genau. Ja, gehe ich stark davon aus. Ja. Bei mir war es wurscht, es wurde damals da verteilt, das ist ein Magnet. Du bist klug, ich hätte jetzt auch drauf poppen. Ja. Was kannst du anders machen, als die drauf verlassen, dass die das gut mit dir meinen, oder? Richtig, anders funktioniert es nicht. Du musst halt manchmal vertrauen. Ja. Dann jetzt kommt die S-Bahn, nutzen wir die Gelegenheit, wir steigen nicht ein, nein, wir gehen zurück in den Laden, nicht ohne, dass ich den Hund noch mal gestreichelt habe. Und da reden wir ein bisschen über deine Tierhilfsaktionen. Gerne. Findest du, das hat sich schon um die Blimmeise legt mich schon an. Mhm. Vorher hat es mich angeknurrt. Ja. Aber wenn man ein Jahr frisch auf der Welt ist, in einem fernen Land, gell? Da knurrt man alles an. Da muss man alles anknurren. Nur dazu, wenn man da hinten so einen Husky drin hat, der einem die Stellung streitig macht. Richtig. Also fahre ich kurz vor, dass der LKW noch mal durch kann. Alles klar. Damen und Herren, jetzt sieht man vielleicht, wenn Sie Sympathien für diesen Mann gewonnen haben, einer nicht nur sagen, wo es einkaufen können, sondern vielleicht gibt es irgendwie so die Möglichkeit, da spenden oder sonst irgendwie tätig zu werden. Also ich muss ganz ehrlich sagen, der ganze Gewinn, den zum Beispiel die Märkte beide machen, geht in alle sozialen Projekte. Jeder Mensch oder jeder Kunde, der bei mir einkauft, spendet automatisch, unbewusst. Das heißt, jeder Einkauf, den er macht, zum Beispiel, wenn ich 1 Cent zum Beispiel spende, 1% zum Beispiel spende von 100 Euro, das ist 1 Euro. 1 Euro macht vielleicht nicht viel, aber wenn am Tag 1000 Kunden einkaufen, ist es viel Geld. Um da verzeiht zu machen. Richtig. Und das ist genau diese Dinge, die ich eigentlich machen möchte. Ich möchte eigentlich, dass der Kunde unbewusst gute Dinge tut. Vielleicht mag man von mir aus mein Lager oder auch selber gebaut ist, weil viel Herzblut drin steckt, vielleicht ein bisschen teurer sein wie andere Märkte, aber dabei tust du immer was Gutes. Wie lange halten Sie das nur durch? Ein Leben lang. Ein Leben lang? Richtig. Echt? Haben Sie nicht irgendwann mal vor, eine Familie zu gründen und mit der Frau, die dann sagt, nein, jetzt bleibst du lieber da, der Bub muss in die Schule und der braucht irgendwie einen Vater, der greifbar ist und nicht irgendwo in der Ukraine von einer Bombe zerfetzt wird? Jetzt mal ganz ehrlich. Schauen wir mal. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Ich habe auch zum Beispiel meinen Hund gekriegt und dann verändert sich das Leben. Ja. Man weiß nicht, was kommt. Und jedes Mal, wenn ein Schicksal passiert, verändert sich alles. Aber Sie wissen, wir feiern sind. Mhm. Die wollen die Veränderung halt planbar. Richtig. Und der Mann ist nie planbar. Selten, ja. Vor allem, wenn er Herzschick heißt. Wahrscheinlich. Also Damen und Herren, jetzt habe ich Ihnen heute meinen Menschen vorgestellt, der ein bisschen verrückt ist, aber ich finde, eine Verrücktheit kehrt einfach dazu in einer Welt, die sich nicht von einer Seite zeigt, wo man sagt, boah, die Welt, die ist so durchplant und es geht alles in den geregelten Dingen.
eben nicht. Und da passen halt solche Menschen rein und solche Menschen sind auch ganz, ganz wichtig, um neue Dinge zu entdecken und manchmal gewissen Dingen eine neue Richtung zu geben. Also ich finde das toll, was Sie machen. Dankeschön. Und ich wäre gern so wie Sie in der Möglichkeit 30er jünger, dann würde ich das auch machen. Und jetzt, Damen und Herren, wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und wir sehen uns dann bald wieder und danke fürs Zuschauen. Pfiat einander.